Ich bin Markus. Ja, einige Gesichter kenne ich, einige Gesichter kennen mich schon. Als Plan ist dieses Jahr wieder vorgesehen, das haben wir die Jahre davor auch gemacht, dass wir die Ich mit euch, ihr mit mir, zusammen Musik für den Film entwickeln, erstellen. Ich bin Noah, ich bin jetzt zum zweiten Mal hier und ich freue mich auch auf die Zeit. Erstmal wirklich gucken, was kann passieren. Was kann passieren oder was sind wir für eine Klasse? Ja. Also ich stelle mir das schon ziemlich chaotisch vor. Und ich hatte jetzt so die Idee, wegen dem Thema Sterblichkeit, dass vielleicht dann bei der Hängebrücke, ich weiß ja nicht, wie die heißt, dass da vielleicht einer runterfällt. Ich habe ja auch gesagt, ich heute von oben vom Felsenschloss ein bisschen die Tale brauchen wir keinen Effekt. Okay, soweit klar. Dann immer drei Leute an die Station. Und dann wechseln wir. Spannend finde ich halt diesen Boykott, also dass die Lehrer was geplant haben und dass das irgendwie Stück für Stück immer mehr boykottiert wird. So. Weswegen ich schon ganz gerne wissen wollen würde, wollen die dort eine Aufführung machen? Wollen die dort eine Mitternachtswanderung machen? Das ist so ein bisschen diese, was hatten sie geplant? Das will ich schon ganz gerne irgendwie nochmal dazu ein paar Ideen sammeln. Was willst du denn jetzt? Nur mal so, ich bin hier die Schönste. Und wenn du mir einmal in den Weg kommst, ich sag das allen. Und Diana so, ey, lass mich mal. Ey, guck mal, wie du schon aussiehst. Du bist doch einfach nur mit allen. Lass mich doch, ja? Oh, jetzt kommst du raus! Okay. Wir hatten ja schon so ein bisschen mit dieser Schnitzeljagd letztes Mal angefangen. Vielleicht kam das ja die Lehrer geplant, so ein bisschen, dass sie eine Schnitzeljagd machen. Das halt ohne Lehrer aber, dass die Kinder so ein bisschen mehr Zusammenhalt erfahren. Und dabei aber passiert irgendwas halt. Abfahrt! Klasse. Okay, sollen wir noch einmal? Muss ich irgendwas... Läuft. Achtung, Aufnahme! Okay. Jetzt läuft. Sehr schön. Okay. Klick dort aus. Ey, Emo! Zeit, ne? Ja, also ihr macht das super mit dem Smallphone. Smalltalk ein bisschen mehr und du... Nicht in die Kamera. Nicht in die Kamera. Gar nicht in die Kamera gucken. Guckt euch an und richtig angewidert, wenn sie hasst. Cool. Danke für euren Einsatz. Danke für euren Einsatz. Ja, warte, lass mich erstmal die Kamera ausmachen. Cool. Ist das jetzt schlimm? Die Jugendherberge Thale. Und wir haben sehr viel Spaß. Also wir brauchen den Ort für die... Achso, ich kann es doch anders nehmen. Ich zieh's so oder so an. Also, läuft. Okay. Szene 2, Take 1, Einstellung, Drohne plus Totale. Ruhe bitte. Und bitte. Kameradaktion läuft dann bitte. Okay, hallo, wir stehen hier schön an einem Fluss und befragen diesmal die Vero. Ich bin Gero. Okay, also, wie findest du bisher den Aufenthalt hier in der Thale? Gut. Ich glaube, das Mikro ist ein bisschen zu nah. Ja. Ich finde es gut hier. Ich finde die Natur eigentlich schön. Obwohl ich nicht so der Berg- und Wandermensch bin. Freust du dich so, in der ersten Ferienwoche hier zu sein? Oder würdest du gerne woanders sein? Die letzten Male habe ich ein bisschen... Lenk mich nicht ab. Die letzten Wochen hatte ich ein bisschen Sorge, dass ich mich falsch entschieden habe, weil ich mit nach Norwegen kommen wollte. Aber jetzt ist es wirklich eigentlich sehr schön, ja. Würdet ihr eigentlich die auf die Finger geschlagen bekommen?
und das würde ein Schlüssel fliegen oder sowas, ja? Das muss es vom, also ich weiß nicht, ob sie das tut oder so, ne? Aber eigentlich ist wirklich so richtig Zucht und Ordnung angesagt. Das muss euer Gefühl dazu sein. Wenn sie euch ja anguckt, dann gnade euch Gott. So, ja? Okay. Ja? So. Die heilige Gertrudi? Nein, da sind drei Frauen aus der germanischen Literatur. Bitte. Kann man mein Auge damit fotografieren? Wohin laufen wir? Na so wieder du ein bisschen weiter vor, so bis kurz vor Marek. Okay. Da ungefähr halt. Und dann hier stehen zu bleiben, sonst haben halt hinten schon gewartet. Soll ich noch weiter? Passt vom Platz nicht, aber es geht ja eh nur um die Mädels hinten, dann gehe ich weiter vorne. Ja, genau. Und das ist auch genau. Und bitte. Ist es auch nicht genug, dass wir hier drehen? Ich weiß nicht, was ihr hier macht, aber wenn der Zug reinfährt, das Gerät steht viel zu nah an der Bahnsteigkante. Das kann da so nicht stehen bleiben. Ja. Und das müsst ihr jetzt hier nicht stehen. Oder? Dann macht mal eure Dorfgespräche, ob er die Bullen ruft oder nicht, ja? Luca, guckst du bitte nicht straight up in die Kamera? Ja, bitte. Quatscht mal miteinander. Macht euch mal gemütlich, ihr seid am Saufen, chillen, okay? Und bitte. Digga, die eine ist so süß. Ja, Digga, die eine da, das Mädchen kommt. Szene 2, Tag 3, Einstellung, Totale. Wo willst du hin? Ins Bett. Bist fertig, ne? Ist durch für heute. Ja. Zeig nochmal. Ich geh jetzt, tschüss. Tschüss. Das war's. Abbruch, Drehende, tschüss. Mhm. Anastasia und der Rest des Quartetts. Hey, Kamera läuft, Ton läuft. Hoffe ich. Und bitte. Ja, und dann rein, da ist mir die Schulter gebrochen und immer so viel. Ey, letztens, da war ich drei, da bin ich von der Leiter gefallen. Oh, ich fand toll, dass die Dreharbeiten heute gut funktioniert haben. Aber ich fand persönlich, wir haben ein bisschen wenig gedreht. Also vielleicht habe ich auch lange auf dem Zimmer gewartet, aber ich hätte mehr gedreht eigentlich. Okay. Ton läuft. Und bitte. Also ich fand den Tag heute auch sehr erlebreich. Ich fand es sehr schön, dass wir mit den Gondeln und mit der Rollbahn gefahren sind. Aber auch das Drehen hat mir heute sehr viel Spaß gemacht. Ja, schließe mich den genannten Meinungen der anderen Personen an und gehe weiter. Ja, ich kann nicht reden. Was waren so Ihre heutigen Highlights? Oh, die Szene draußen, als Lynn vorbeigelaufen ist und alles aus ihrem Koffer gefallen ist, unter anderem auch der große Teddy. Holger ist heute manchmal auch crazy gegangen, das war auch super. Okay, das war unser Interview. Ja. Hat es Ihnen Spaß gemacht? Mir hat es Spaß gemacht. Danke, es waren tolle Fragen. Okay. Läuft. Und bitte. Guck mal, was ich hier habe. Keine Zeit. Läuft. Ton läuft. Und bitte. Siehst du die ganzen Gesichter? Sie sprechen mit mir. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie hier auf den Bergen auch so Gesichter sehen. Ja, hab einige gesehen. Und im nüchternen Zustand habe ich die gesehen.
Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich bin nüchtern. Natürlich. Und bitte. Guck mal. Ich habe Schlangen gesehen. Solche Schlangen gibt's hier gar nicht. Meine Damen, die Exkursion ist beendet. Hier sehen wir den Neandertaler in seiner Prime. Er nimmt eine Doku auf für sich selbst. Hey, guck mal, Ben. Meine Muckis sind steinhart. Aber ganz schön flach. Ja. Müssen wir gucken, wie wir jetzt hier aus einer gesunden Hand einen Knochen machen. Szene 3.5.1, Take 1, totale Schleppen. Und bitte! Du Petze! Kannst du bloß? Nein, ich verschreibe dich gerade! Aua! Lass mich los! Lass mich, hab ich gesagt! Aua! Szene 3.5.5, Take 2, Vision Hand. Okay, und start jammern. Aua! Mein Finger! Aua! Wie war bei euch die Party? Irgendein Bitch hat mir auf die Schuhe gekotzt. Push love, baby, don't hurt me. Don't hurt me. Es wird wieder passieren. Bitte. Willst du Porzellan kaufen? Ja. Im Angebot. Das ist nur aus Plastik, der will ich abziehen. Nein, nein, nein. Ja, ist echt, ist echt. Kein Vertrauen. Bitte. Und werden der Heiligen begegnen. Endlich zur heiligen Gertrudi. Gut. Also. Joseph von ihr, bitte. Klappe. Sehr 1, 5, 4, 6, 7. Klappe. Und Ruhe, bitte. Und los. Nun möchte ich den Ablauf unserer Reise besprechen. Wenn man spielt, spielt es gerade gar nicht. Probe und bitte! Etwas Dummes. Da muss ich mich so runtergehen. Kannst du losgehen? Ich glaube, wir sind alle Mädels. Ja.
Ich darf nicht in die Kamera gucken, aber ich muss gucken, ob da jetzt Judy ist. Spielt mit, okay. Ich glaube, ich gucke irgendwo da hinten. Ich gucke einfach Folge an. Ich sehe keine Gertrudi. Seht ihr eine? Wir sind doch richtig hier. Also, können wir nochmal? Ich habe vorhin in die Kamera geguckt. Ja. Noch diesen. Wie kann das sein? Ich muss doch zu Gertrudi. Sie muss sich doch erlösen. Haltet das, ja, sehr gut, macht weiter. Lacht so viel ihr wollt, jetzt ist noch Probe, lacht so viel ihr könnt. Es ist lächerlich und bescheuert, ich weiß. Lacht. Ah. Doch, ganz neu. Yo, hier ist die Party. Viel Spaß, gut. Soll ich jetzt ein Getränk holen? Ja. Ja, Gentleman, ey. Alles klar, nochmal. Gero. Ja? Ist ja ein Licht aufgegangen? Nein, leider noch nicht. Warte kurz. Wo ist denn die Dead Cat jetzt? Können wir uns irgendwann nochmal treffen? Warte. Frag mich, dass wir uns noch davor noch umarmen. Nochmal kurz. Ich fand den gestrigen Tag lustig, das an der Höhle und das am Wasser zuzusehen. Ja, genau. Also am lustigsten war gestern tatsächlich die Szene mit der Höhle. Der Blick von der Lehrerin war einfach genial und dass wir halt schreien mussten, weil die Jungs total witzig aussahen.